Ja, guten Tag, mein Name ist Alex Schlesinger, ich bin der Galerist. Ich habe eine Galerie vor 19 Jahren in Zürich gegründet, bin jetzt zum zweiten Mal an der Foto Basel da vertreten mit zwei Künstlern. Einerseits ist es Benjamin Reich, der aus Israel stammende Künstler, der jetzt in Berlin dann lebt. Ich habe ihn über Instagram kennengelernt, da ist er mir dann besonders aufgefallen. Und er hat im letzten Februar ein Stipendium in Zürich gehabt und so haben wir uns dann näher kennengelernt. Und ich war von seinen Arbeiten fasziniert und dann habe ich beschlossen, ihn quasi für die Foto Basel anzumelden. Das ist eine Premiere für ihn dann, weil er ja noch nie in der Schweiz ausgestellt hat. Und ich denke, die Arbeiten sind sehr stark. Und die Qualität und sein Blick hat mich dann fasziniert, dann auch die verschiedenen Serien, die er dann macht, also von der traditionellen Serie, wie man das in diesem Bild sehr gut sieht, das ihn auch bekannt gemacht hat. Wir haben das dann so konzipiert, dass wir so mit den religiösen Elementen dann beginnen und dann in eine andere Thematik rübergehen. Wie man sieht, spielt Benjamin Reich sehr oft mit Brüchen, also in den Biografien. Und hier sieht man auf diesem Bild, das auch ein sehr bekanntes Bild ist, seinen Vater. Und er stammt aus diesem sehr ultraorthodoxen Milieu in Israel. Aber die Familie steht nach wie vor hinter ihm, obwohl er vor mehreren Jahren dann Schluss gemacht hat mit diesem Milieu, nach Paris gegangen ist, dort an der École des Beaux-Arts Malerei zu studiert hat und dann auch Fotografie. Dann ist er nach Berlin gegangen und spielt nach wie vor mit dieser Thematik, mit der Vergangenheit und mit der Gegenwart, die er dann gegenüberstellt. Und was mich dann fasziniert, auch bei diesem Bild von dem Vater, ist der Blick, wie man das sehr gut in diesen verschiedenen Porträts gut sehen kann. Einerseits diese Ungewissheit, was bringt die Zukunft, kann ich mir Sachen getrauen oder nicht, das ist auch so die Biografie, Dinge, die sich in der Biografie von Benjamin dann widerspiegeln, also bin ich so mutig und kann ich einen Sprung wagen aus diesem Milieu heraus oder nicht. Und er hat diesen Vater so inszeniert da, es ist in Saas Fee, da kam die Familie zusammen und der Vater war, ja, wie Benjamin sagt, immer so stolz auf ihn, also steht hinter ihm nach wie vor und er hat ihn hier wunderbar platziert in dieser Bergwelt, es hat auch so etwas Archaisches dann mit diesem Gebirge dann, wie die Religion, aber der Blick geht in eine andere Richtung, also weg davon quasi in die Moderne und das Bild kommt jetzt auch bei den Besuchern der Foto Basel sehr gut an. Viele schmunzeln dann auch darüber, dass die Skier dann umgekehrt sind, weil der Vater kann ja nicht Skifahren, er wollte nicht, dass er da irgendwo dann losjagt. Von der Ästhetik her auch unglaublich schön, auch dieses Bild, das ist aus einer neuen Serie, das sind so, wie gesagt, Benjamin lebt jetzt in Berlin, sind deutsche Wälder. Natürlich hat man bei diesen Birkenwäldern Assoziationen an den Zweiten Weltkrieg und das bringt er immer wieder zusammen, also wie ich das schon erörtert habe, immer so das Weggehen, aber doch irgendwo drinbleiben in der Tradition. Das ist etwas, was ihn nach wie vor dann beschäftigt. Und dann diese gebrochenen Biografien, also im Gegensatz zu den Bildern von der slowakischen Fotografin, die international schon sehr, sehr bekannt ist, Maria Schwarbova, die ist 34, Benjamin ist 46 Jahre alt, sind es so quasi fast perfekte Mannequins, die sie dann zeigt, aber es hat dann auch diese, neben der Reflexion im Wasser, hat es dann auch Sachen, die in den Köpfen dann vorgehen und passieren. Sie wurde bekannt 2014, vor allem mit ihrer Reihe von Swimmingpools, die sie in ihrem Heimatland in der Slowakei dann aufgenommen hat. Und was sie fasziniert, sie ist ursprünglich Archäologin
aber auch die Architektur natürlich, die damit verbunden ist, hat sie immer wieder fasziniert, diese alten kommunistischen Schwimmbäder, in die sie dann ihre Mankas dann platziert. Zu der Vorgehensweise ist zu sagen, dass sie dann sehr, sehr viel Zeit dafür aufwendet, bis dieses Setting mal da ist, bis sie diese Models dann richtig platziert hat. Und wenn es da und auch die Lokalität stimmt, natürlich das Licht, das ist ja das Wichtigste bei den Fotografen, dann ist sie sehr, sehr schnell dann beim Shooting. Viele fragen, ja, ist das alles Photoshop? Sie spricht nicht gerne über ihre Technik, das ist wie der Zauberer, der auch nicht gerne seinen Zaubertrick dann preisgibt. Sie sagt dann immer so lächelnd, es hat weniger Photoshop drin, als man sich das vorstellt. Jetzt, was wir da sehen, diese zwei großen Fotografien, die sind jetzt in dem Buch abgebildet, zum Teil auf dem Cover von diesem letzten Buch. Es gibt drei Bücher von ihr. Das ist Ende 2021 erschienen. Auch diese Bilder wurden noch nie in der Schweiz dann gezeigt. Also auch zwei Premieren, die ich da an dieser Foto Basel dann biete. Und die Reaktionen sind also sehr erfreulich. Und ich hoffe, dass es weiterhin so geht.